Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass Alice Weidel zu Bild eingeladen wurde, in der Bildrunde 7:45 tatsächlich zu Wort kommen durfte und sogar ausreden durfte. Jetzt im Folgenden ein paar Ausschnitte, danach ein paar Hintergründe zur Strategie, warum Bild Alice Weidel wohl eingeladen hat und ob sie in Zukunft auch weiterhin einladen werden oder nicht. Frau Weidel, würden Sie mitgehen bei Frau Bauer, dass wir gezielte Einwanderung brauchen, um das den Fachkräftemangel, besonders im Handwerk, was mir sehr am Herzen liegt, zu schaffen? Ich kann Ihre Seite da völlig verstehen. Mir liegt das auch am Herzen. Ich habe mich viel mit Handwerkerkammern unterhalten und die haben noch ein weiteres Problem aufgezeigt. Und zwar das Hauptproblem in Deutschland ist, dass die Studiengänge, also einmal die akademische Ausbildung, die universitäre Ausbildung und dann eben die berufliche Ausbildung nicht gleichwertig vom Staat behandelt werden. Also als Beispiel heißt das, ein Philosophiestudent an der Uni wird viel stärker vom Steuerzahler gefördert als jetzt der Maschinenschlosser in Ausbildung. Und teilweise ist es ja auch noch so, dass die ihre Studiengänge, ihre Lehrgänge selbst bezahlen müssen. Kommen wir erstmal zur These von Frau Weidel. Und wenn ich das noch sagen darf, weil mein Vater ist ja Handwerkmeister. Ich finde Handwerk verdammt sexy und finde, das sollten viel mehr Menschen in Deutschland machen. Und damit gehen wir jetzt weiter zu Frau Weidel. Da haben Sie auch recht. Ja, absolut. Absolut. Also, meine These hier am heutigen Abend, Also ich soll doch in die Kamera reingucken, oder nicht? Sie dürfen einfach sprechen. Ja, genau. Eigentlich geradeaus gucken. Hier haben wir jetzt wohl gerade einen Kamerafehler vor. Genau. Einfach geradeaus gucken, ja. Weil Sie hatten gerade irgendwo anders hingezeigt. Ach so. Also. Wir fangen doch mal von vorne an. So. Also, die gesamte Energiepolitik der Vorgängerregierung als auch jetzt der Ampel führt uns in ein Desaster. Die steigenden Gaspreise, die jetzt darauf zurückzuführen sind, Gas- und Energiepreise auf den Krieg in der Ukraine, das ist natürlich nicht der einzige Grund. Der Grund, warum die Energiepreise durch die Decke gehen, also ich rede hier von Sprit, ich rede von Energiekosten, liegt natürlich daran, dass wir eine völlig verfehlte Energiepolitik betreiben. Wir bauen auf die erneuerbaren Energien, das ist ein Flatterstrom. Wir haben sonst alles abgestellt an konventionellen Kraftwerken, Atomstrom, Kohlekraft. Also die gesamte konventionelle Energie ist abgestellt. Aber dabei brauchen wir, wenn wir Dunkelflauten haben beispielsweise, also wenn es dunkel ist und kein Wind bläst, müssen wir das über konventionelle Kraftwerke auffangen. Das ist nicht der Fall. Hier wird weiter an der Schraube gedreht. Einseitig seit 2011 wird hier ein Kraftwerk nach dem anderen abgestellt. Dabei müssen wir doch eigentlich einen ausgeglichenen Energiemix haben, der die Energie sicher und vor allen Dingen auch günstig macht und jederzeit verfügbar. Und ich möchte auch da ganz klar sagen, es macht unsere Industrie kaputt, die Unternehmen sind nicht mehr wettbewerbsfähig, Stichwort Handelsbilanzdefizit erstmalig nach vielen, vielen Jahren und vor allen Dingen schlägt es auf die Bürger durch, warum ich es absolut unfair finde und völlig abgehoben, hier über Duschdauern zu diskutieren und Heizdauern. Das Problem liegt doch ganz woanders und das Problem liegt daran, oder liegt darin, dass wir überhaupt gar keine ausgeglichene, strategische, langfristige Strukturpolitik in der Energiewirtschaft haben. Wir ziehen den Stecker dem Industriestandort Deutschland und wir sollten den Sonderweg Deutschlands, der einmalig ist in dieser Welt im Übrigen, kein anderes Land beschreitet den Sonderweg wie Deutschland, sollten wir unbedingt beenden und dementsprechend auch wieder Energiesicherheit sorgen, die auch bezahlbar ist. Kohle, Atomkraft, Sie haben gerade darüber gesprochen, beim Ausstieg, der läuft, das ist richtig, der Kernkraftausstieg, der Kohleausstieg, der wird jetzt forciert. Die Kritik, die Sie machen, glaube ich, die ist aber ein bisschen scheinheilig, Frau Weidel, denn ich glaube, dass wenn die AfD in der Regierung gewesen wäre, die Abhängigkeit, die wir sehen, beispielsweise von Russland, mindestens genauso hoch, wenn nicht sogar noch größer gewesen wäre. Wenn ich überlege, dass heute die AfD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern einen Antrag eingebracht hat,
wonach Nord Stream 2, also diese umstrittene Gaspipeline mit dem Gas aus Russland, ans Netz gehen soll, wo wir doch gerade sehen, in welcher Situation wir sind, dass Putin uns das Gas nach und nach abdreht, dann ist das geradezu schizophren, was da heute in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist. Das ist das Gegenteil dessen, glaube ich, was Sie eigentlich jetzt gerade kritisiert haben, was Sie sicherlich zum Teil auch zu Recht kritisiert haben. Aber ich sage, wenn die AfD an der Regierung gewesen wäre, etwas mitbestimmt hätte können, was sie zum Glück nicht gemacht hat, dann säßen wir heute mindestens in dem gleichen tiefen Loch, wenn nicht sogar sähe es noch schlimmer aus. Wir sind für einen ausgeglichenen Energiemix. Warum werden hier konventionelle Kraftwerke jetzt schon über ein Jahrzehnt abgestellt, wo wir doch genau diese Ausgeglichenheit brauchen? Sie sind für einen Energiemix mit noch stärkerer Abhängigkeit zu Russland. Das habe ich gerade, nein. Doch, eben, na ganz klar. Nein, ich habe gerade das Gegenteil gesagt. Genau diese, natürlich sind wir für die. Sie wollen noch mehr Gas aus Russland. Sind wir, wenn ich ausreden darf. Sehr gerne. Natürlich sind wir für eine Hinzuschaltung von Nord Stream 2. Natürlich. Wir wollen doch das Gas weiterhin beziehen, weil ein Gas- oder ein Ölembargo doch gar nicht den Russen schadet. Es schadet nämlich uns, den Europäern und vornehmlich den Deutschen. Die Russen machen Folgendes, das machen sie bereits jetzt. Das, was sie nicht an die Europäer liefern, liefern sie an Drittländer, an China und an Indien. Das machen sie jetzt schon mit dem Öl, sie werden es mit dem Gas machen. Das heißt, wir schaden uns doch damit selbst. Wir schaden dem Verbraucher, wir schaden unseren Unternehmen. Aber jetzt doch mal dazu, wenn wir in der Regierung gewesen wären, dann hätte es diesen ganzen Firlefanz überhaupt gar nicht gegeben. Warum schalten wir CO2 arme Kernkraftwerke ab? Warum wird nicht in Forschungs- und Entwicklungsleistung in neuartige Reaktortechniken investiert? Thoriumreaktor ist beispielsweise, das ist eine deutsche Technologie, ist gerade in China ans Netz gegangen. Also letztes Jahr ist das schon gewesen, nicht gerade. Aber das sind einfach solche Punkte, wir verpassen den Anschluss und wir gehen als Deutschland einen einzigen Sonderweg und wir sind völlig abhängig. Die Politik hat uns komplett abhängig vom Ausland gemacht. Sie wollen das so, auch. Dass wir, Sie wollen das ja so, dass auch. Wir, nein, eben nicht. Doch, wir reden doch von Sie reden die ganze Zeit von russischem Gas. Ja, Moment mal. Ich rede aber auch von Kernkraft und ich rede auch von Kohlekraftwerken. Wir hätten diese Kernkraftwerke niemals abschalten dürfen. Und vor allen Dingen jetzt ist das doch nur noch Schadensbegrenzung. Das kriegen wir gar nicht mehr eingefangen. Die Energiewende hat uns doch abhängig vom russischen Gas gemacht. Das haben die Vorgängerregierung verbockt. Und deswegen sagt und die AfD, Regierung und jetzt wollen wir uns noch abhängiger machen. So, das nein, ist ja, ich das habe ist gesagt, wir müssen auf die Kernkraft weiterhin bauen. Und wir laufen hier völlig blind in eine völlig verquere Situation ein. Das, was wir brauchen, ist eine Ausgeglichenheit und eine sachliche Diskussion über unsere Energieversorgung. Ein Industriestaat wie Deutschland kann doch überhaupt gar nicht vom Flatterstrom abhängig sein. Wir haben uns auch von Atomstrom und Kohlekraft aus Atomstrom aus Frankreich, von Kohlekraft aus Polen haben wir es doch völlig abhängig gemacht. Also das ist doch etwas, was von vorne und hinten gar nicht aufgeht. Und wir brauchen eine strategische Lösung. Und die strategische Lösung sieht so aus, dass wir unseren Energieversorgungsmix diversifizieren. Aber wenn Sie weiterhin für Nord Stream 2 sind, dann muss man ja auch sagen, wenn wir weiterhin dafür sind als Nation, tolerieren wir dann nicht auch den Angriffskrieg und sagen, wir brauchen Putin gar nicht zu bestrafen, das ist völlig in Ordnung, was er mit der Ukraine macht? Frau Schink, wir haben ganz sachlich gesehen, wir haben überhaupt gar keine andere Wahl. Wir sind auf das russische Gas angewiesen. Wir haben überhaupt gar kein Komplement, um das in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Das alles, was hier auch, sage ich jetzt, so in der Politik geredet wird, das spricht doch das eigentliche Problem gar nicht an. Wir können das russische Gas gar nicht komplementieren. Das geht nicht über Flüssiggas, weil es gar nicht von der Menge ausreicht und wir überhaupt gar nicht die LNG-Terminals haben. Der erste wird das 2026 fertig. Dann Schiefergas, das muss erst verflüssigt werden. Also frühestens Fracking. Zum Jahreswechsel, nicht erst 2026. Ja, aber das reicht doch lange nicht aus. Aber weil Fehler gemacht wurde in der Vergangenheit, Frau Weidel, und da gibt es sicherlich Punkte auch beim Thema Kernkraft. Das haben wir hier bei Bild ohnehin schon lange immer wieder gesagt, dass das ein Fehler war. Muss man ja Fehler, die gemacht wurden, Stichwort Abhängigkeit vom russischen Gas, jetzt nicht noch potenzieren, indem man sagt, und jetzt mache ich mich noch abhängiger. Wir erleben ja gerade, was passiert, wenn man sich von Putin abhängig macht. Das ist eine Katastrophe. Ich weiß, Ihre Partei sieht das anders. Die ist ja auch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Aber das muss man doch, glaube ich, erkennen, dass Abhängigkeit in welcher Richtung auch immer, aber besonders zu Russland, das Schlimmste ist, was einem westlichen Land in der EU gerade passieren kann. Also
ich glaube, so weit sind wir alle, das erkennen wir, glaube ich, auch alle, dass das eine Katastrophe ist. Ja, aber genau die Ursache, die muss man ja auch benennen. Und die Ursache ist die Energiewendenpolitik, die hier seit 2011 betrieben wird. Das ist ein ganz großer Fehler. Ich habe nichts anderes gesagt. Und das Zweite ist, wir können das Gas doch gar nicht komplementieren. Wir können es nicht ausgleichen. Wenn wir jetzt mit der Keule ankommen und für mich steht das Interesse der deutschen Bevölkerung und Europas im Vordergrund, das andere ist erstmal sekundär. Wenn uns gesagt wird, also jetzt habt ihr zu frieren, jetzt machen wir hier nochmal eine Rationierung und da, das reicht doch erstmal überhaupt nicht aus. Und worüber diskutieren wir? Wir müssen doch weitsichtig über eine strategische Energiepolitik reden, die überhaupt imstande ist, den Industriestandort Deutschland zu versorgen. Das war doch vor 2011 nie ein Thema. Und urplötzlich ist es ein Thema, wo alle konventionellen Kraftwerke abgeschaltet wurden. Und mein Punkt ist einfach, das ist unseriös, das ist hochgradig unseriös. Es macht unsere Unternehmen wettbewerbsunfähig im internationalen Markt. Und es lässt die Energiepreise für die Bevölkerung durch die Decke gehen. Wir reden hier über eklatante Existenzrisiken, die ich hier ansprechen möchte. Und da brauchen wir einfach eine weitsichtige, pragmatische auch. Da gebe ich Ihnen ja auch recht, aber wir brauchen eine pragmatische Politik, die einfach sagt, okay, also wir können das nicht kompensieren, aber einmal, ja, wir sind auf das Gas eben angewiesen. Ja, also um es einmal zu verstehen, Sie würden jetzt, wenn Sie Herr Scholz wären, sagen wir mal, Sie sind jetzt Bundeskanzler, würden Sie sagen, so, wir machen jetzt Nord Stream 2 und machen weiterhin Geschäfte mit Russland und dann sollen den Russen, dann geben wir denen halt die Ukraine am besten und dann war's das. Die Sanktionen, die sind völlig wirkungslos. Sie schaden den Russen nicht. Sie schaden vornehmlich den Europäern. Und vor allen Dingen Deutschland, weil wir das russische Gas brauchen. Wir können es eben nicht ersetzen. Das ist das Erste. Also die Sanktionen sind schädlich, nicht für die Russen, weil die Russen erstmal das Angebot verkürzt haben. Dadurch sind die Preise gestiegen. Also aufgrund dieser Preiselastizität haben die Russen ja sogar mehr verdient als vorher. Also das heißt, wir haben sogar eine kontraproduktive Sanktionspolitik. Und das Zweite ist, Frau Schink, wenn Sie mich das noch ganz kurz sagen lassen, ist, dass die Russen, wenn die sagen, also wenn ihr unser Gas und Öl nicht haben wollt, dann verkaufen wir es an die Chinesen und dann verkaufen wir es an die Inder. Wie ist bei dem Öl jetzt schon passiert? Und was machen die Inder? Die verkaufen das Öl zu einem vielfachen Preis wieder an Europa zurück. Also das Problem ist bekannt, darüber haben wir auch schon bei Bild berichtet. Die Frage ist da nur, die man ganz klar sagen muss, es gibt auch genug Wirtschaftsweisen und Ökonomen und Experten, die sagen, die Sanktionen werden in Russland auch noch später die Wirkung zeigen. Sie haben ja auch schon Wirkung gezeigt, also dass sie gar keine Wirkung zeigen. Das stimmt jetzt nicht. Russland stellt sich jetzt auch schon auf eine Kriegswirtschaft ein. Das ist also keinerlei Wirkung der Sanktionen. Das ist ja einfach ein False Fact, Frau Weidel. Das stimmt ja einfach nicht. Also es ist nicht, dass ich für jede Sanktion bin, aber das ist einfach nicht die Wahrheit, dass es keinerlei Wirkung zeigt und die Russen eigentlich besser dastehen als zuvor. Also ich muss nur ganz kurz, was das Gas- und Ölembargo anbelangt. Und darauf haben wir ja gerade rekurriert. Ist es in der Tat so, dass die Sanktionen kontraproduktiv wirken? Ich habe über die anderen Sanktionen überhaupt gar nicht gesprochen, wenn Sie da über Zahlungssysteme reden. Klar ist das schädlich, natürlich ist das schädlich. Aber gerade sind wir ja bei einer Energiepolitik und da ist es einfach so, Russland verkauft einfach an Drittländer ab. So, und dadurch, dass das Angebot nach Europa verkürzt wurde, gehen die Preise nach oben. Das heißt, wir schaden uns nochmal doppelt. Und dadurch, dass das Euro nochmal abgewertet ist, erhöhen sich nochmal zusätzlich die Importpreise. Also das ist ein Schuss ins Knie, ich sage es jetzt einfach mal. Der Russen sind zwei Schüsse in die Knie der Deutschen. Also ich finde das völlig unseriös. Frau Bauer, würden Sie mitgehen? Nee, also auf jeden Fall im ersten Schritt sicherlich haben durch das Thema Ölembargo die Russen erstmal am Ölpreis verdient und sie hatten ja auch höhere Einnahmen. Das braucht man gar nicht zu leugnen. Aber die Sanktionen waren ja nicht nur einseitig. Sie haben ja auch die Transaktionen betroffen, den Ausschluss aus dem SWIFT-Abkommen. Die ganze Thematik ist Einfrieren der Reserven, die hierzulande sind, der russischen Zentralbank und vieles mehr. Es führt sogar so weit, dass selbst in Russland mittlerweile die Frage sich stellt, wie man zahlungsfähig bleibt, wie man den Zugang zu Hightech-Produkten hat, das Thema Ausfuhrverbote beispielsweise von Hightech-Produkten. Mittlerweile ist es so, dass Mechaniker aus Flugzeugen die ehemaligen Bauteile ausbauen, um sie dann in andere Flugzeuge einzubauen, um die dann überhaupt funktionsfähig zu machen. Es werden dort wieder Fahrzeuge produziert, wie der Motovic, der seit den 80er Jahren früher produziert wurde, der keinerlei Technik beinhaltet, außer nur das Vorankommen des Autos. All diese Punkte spielen eine unglaubliche Rolle. Und sehr wohl hat vielleicht
vielleicht Russland im ersten Schritt für sich einen Benefit gehabt. Aber im zweiten Schritt schadet es Russland enorm. Und ich glaube, auch nur deshalb fängt jetzt auch Putin an zu handeln in anderen Bereichen, weil er aufzeigen möchte, dass er selbst wohl in einer bedrohlichen Gefahr ist. Nämlich auch, dass das Wirtschaftssystem in Russland, so wie es vorhanden ist, in irgendeiner Weise demnächst auch nicht mehr so standhalten wird. Das ist die Thematik. Deshalb, wir haben niemals als Regierung nur ein Embargo oder eine Sanktion gemacht. Es war immer ein Mix von verschiedenen Punkten. Und Wirtschaftspolitik, Volkswirtschaft funktioniert ja auch im Mix von verschiedenen Werkzeugen. Und dann gibt es eine entsprechende Handlungsmöglichkeit. Ausweichen, es sei Ihnen gestattet. Ich frage jetzt mal Frau Weide, wie hoch sehen Sie die Wahrscheinlichkeit und vor allem wird die Ampel dran scheitern? Na gut, also eigentlich sollte ja die Ampel da überhaupt gar keine Probleme haben, weil Kernkraft wurde ja selbst von der EU als eine grüne Energieform, als eine CO2-arme Energieform erklärt. Also dementsprechend sollte da eigentlich auch Herr Habeck überhaupt gar keine Probleme damit haben, die Kernkraftwerke am Netz zu lassen. Die gerade abgeschalteten, die drei, das waren ja da mal irgendwie vor einigen Monaten ja noch sechs, auch wieder mit ans Netz zu nehmen und vor allen Dingen dann eben auch die Kernenergie weiter auszubauen. Aber Habecks Idee, und das glaube ich schon so, da kann ja eigentlich die FDP gar nicht mitgehen, seine Idee ist ja nicht über Kernkraft zu kompensieren, sondern über Kohlekraft. Und Kohlekraft ist ja nun wirklich extrem CO2-heavy, sage ich jetzt mal. Also, dass ein Grüner jetzt auf die Idee kommt, irgendwie die Kohleverstromung da auch mit zu verlängern, statt Kernkraft, also das passt da wirklich überhaupt gar nichts mehr so zusammen. Wie lange geben Sie der Regierung jetzt noch, Frau Weide? Machen wir es mal konkret. Das ist natürlich eine Zweckheirat. Ne? Mhm. Ich glaube, Sie haben das ja auch eben schon so gesagt, das war ja keine Heirat, so aus Liebe und Pragmatismus. Ich denke mal, da wird man noch sich lange aneinander klammern, so mit all den Widersprüchen, die diese Koalition da zweifelsohne hat. Und dementsprechend bauen die Parteien ja auch ab, SPD und FDP. Die einzigen, die davon auch profitieren, sind die Grünen. Schaden. Weil Ergebnisse der AfD waren auch nicht so gut. Ja gut, aber wir sitzen ja auch nicht in der Regierung. Schade eigentlich, aber wir reden ja auch gerade über die Ampel. Da muss ich einfach sagen, schade ist das nicht, Frau Weide. Nein, das ist das, was ich sagen muss. Wir würden vernünftige Politik machen. Entschuldigen Sie, das ist nicht schade, wenn man sich gerade den letzten Parteitag anschaut. Wenn man sich anschaut, dass Ihre Partei vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wird, dass Teile Ihrer Partei, beispielsweise Thüringen, als rechtsextremistisch eingestuft werden, dann glaube ich, muss man mit Fug und Recht sagen, in diesem demokratischen Land ist es eigentlich ganz gut, dass die AfD, oder es ist sogar sehr gut, dass die AfD nicht in der Regierung sitzt. Und Sie kommen hier sehr cremig und charmant rüber, aber ehrlicherweise, Sie sind Chefin einer Partei, die gespickt ist mit Nazis. Das muss man immer wieder deutlich sagen, ganz klar. Der Name Höcke ist nur einer. Wenn man sich an der Basis umhört und plötzlich heißt es, der Herr Kalbitz, Rechtsextremist, soll am liebsten wieder zurück in die Partei, in Teilen wird das ja in Ihrer Partei diskutiert, dann ist das, glaube ich, etwas, wo wir am Ende als demokratisches Land froh sein können, dass Ihre Partei nicht in der Regierung ist. Also Herr Schäfer, ich finde das ja sehr schön, dass Sie jetzt hier auch die ganze Klaviatur des Verfassungsschutzes spielen. Ein Inlandsgeheimdienst. Das kann doch jeder noch mal wissen. Aber was ist der Verfassungsschutz? Der Verfassungsschutz ist ein Inlandsgeheimdienst, der von den Regierungsparteien mit besetzt ist, zur Verunglimpfung der Opposition. So, und die AfD, Das habe ich bei Ihnen auch nicht gesagt. Und der Verfassungsschutz ist doch überhaupt gar keine unabhängige Behörde, über die wir jetzt reden. Und diesen Schuh werde ich mir sicherlich nicht für meine Partei anziehen. Welchen Schuh meinen Sie jetzt genau? Den Höcke-Schuh oder welchen Schuh? Ja, den Schuh, den Sie mir gerade anziehen wollten. Das ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Also Sie leugnen, dass Herr Höcke rechtsextrem ist. Ach, wissen Sie... Also entschuldigen Sie bitte, noch, Sie sagen, dass Kalbitz rechtsextrem ist. Wir haben noch reale Probleme auf der Straße. Ja. Die Leute interessiert das doch überhaupt nicht. Und ich werde Ihnen sagen, ich werde Ihnen eins prophezeien. Dieses ganze negative Framing von der AfD, von der Alternative für Deutschland, wird auf Dauer nicht durchhaltbar sein. Das sieht man in den Wahlergebnissen. Wird nicht durchhaltbar sein. Also, aber das muss man nochmal klar sagen. Kurzfristig mögen Sie vielleicht erfolgreich sein. In Ihrer Partei aber weg. Aber langfristig haben Sie ja nirgendwo Problemlöser. Und die Problemlöser sind langfristig wir. Und da sind wir nicht mehr wegzudenken. Daran werden Sie sich gewöhnen müssen. Herr Winkler, Sie haben gerade gesagt, dass die Aussage juristisch falsch war. Was meinen Sie mit juristisch falsch? Ja, also natürlich ist das politische Ausdrücke, es ist nicht unabhängig. Der Verfassungsschutz ist wie jede andere Behörde natürlich auch
auch insoweit nicht unabhängig, als dass er weisungsgebunden ist. Die große Aufgabe und der Mehrwert des Verfassungsschutzes in unserer Demokratie ist nicht, dass er unabhängig ist, sondern dass er versucht, darauf zu achten, dass nur diejenigen Kräfte in dieser Demokratie Grip und Halt bekommen, die auch demokratisch legitimiert sind. Er ist eine Vorstufe zur Erklärung des Bundesverfassungsgerichts, dass nämlich eine Partei dann eben verboten gehört. Also das wollte ich nur sagen, insofern geht es hier nicht um unabhängig oder nicht. Und die Darstellung, es handele sich sozusagen um eine Behörde, die von den Regierungsparteien gesteuert ist. Herr Haldenwang ist von der CDU? Ja, aber jede wurde vorher eingesetzt. Aber Sie wissen doch auch, Frau Faeser ist Innenministerin. Also was ist es denn dann? Frau Weidel, von uns beiden hat ja nur einer Jura studiert, aber Sie wissen doch auch, dass jede Behörde eingebunden ist natürlich in den Staatsaufbau. Jede Behörde. Das BAFA berichtet ans BMWK. Das BMWK kann dem BAFA, weil wir ja bei Sanktionen sind, Weisungen erteilen. Ist das BAFA deswegen nicht unabhängig? Nur die Gerichte sind unabhängig, wenn Sie den juristischen Begriff nehmen wollen. Ich verstehe, dass Ihnen das nicht passt. Es ist ja auch legitim, dass Sie politisch sagen, das passt Ihnen nicht. Aber juristisch ist der Verfassungsschutz nicht so, wie Sie ihn beschrieben haben. Aber doch, er ist überhaupt nicht ausgewogen. Aber gut, aber lassen wir das, ist auch nicht das Thema. Wir lassen den Verfassungsschutz jetzt. Schade, dass wir nicht noch über das Bundesverfassungsgericht geredet haben. Das ist ja die höchste Instanz. Ja, sehr gerne. In keinem anderen Land geht das im Übrigen, dass Abgeordnete als Richter in das höchste Gericht hineinwechseln können, die vorher über die Gesetze entschieden haben, sie teilweise gemacht haben. Wir haben einen ganz klaren Interessenkonflikt über Herrn Habart und die ganzen Abgeordneten, die ja plötzlich jetzt Richter sind. Ich muss leider, das war auch schon vorher so, ich muss leider eine kurze Unterbrechung in die Zeit. Also, okay. Und danach sind wir auch wieder zurück. Okay. Auch weiter mit dem juristischen Beistand von Herrn Winkler heute Abend. Bis gleich. Frau Weidel, wie sehen Sie das denn? Und vor allem, kennen Sie denn eigentlich ein Gedicht? Ich würde jetzt sagen, Sie sind ja nicht erst in den letzten 10 Jahren Abiturientin gewesen. Ich hoffe, das ist in Ordnung zu sagen. Kennen Sie noch ein Gedicht? Das wurde eben auch angesprochen. Ach, ja, also ich glaube schon, dass ich noch Gedichte kenne. Ich habe früher viel... Die Brücke von Friedrich Schiller, aber Sie wollen sie jetzt nicht sagen. Nein, Wilhelm Busch habe ich viel zu Hause gelesen. Mein Vater hat mir viel Wilhelm Busch vorgelesen. Aber jetzt noch mal zu dem Punkt Länder oder Bund. Mhm. Es war ja vorher auch deutlich besser, das Bildungsniveau, als es auch noch Ländersache war. So, und da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Schink. Ich stelle mir auch die Frage, ist es denn dann jetzt beim Bund besser aufgehoben? Kann er das besser entscheiden? Also das ist jetzt erstmal so eine rein administrative Frage. Die inhaltliche Frage, die ist ja recht interessant, die Herr Schäfer aufgeworfen hat. Wir haben ja enorme Defizite. Ich meine, was reg ich mich über Rechtschreibungen bei den Kindern auf? Es sind genau die gleichen Beobachtungspunkte. Die Kinder schreiben plötzlich nach dem Gehör. Sie werden nicht mehr ordentlich korrigiert. Und wenn sie nicht korrigiert werden, es nicht wiederholen, keine Diktate machen, dann lernen sie es nicht vernünftig. Und das ist etwas, also da werden Defizite aufgebaut, die sich nachher gar nicht mehr korrigieren lassen. Also ich frage mich, wie ein pädagogisches System das überhaupt durchlaufen lassen kann. Also eigentlich ist doch der erste Schritt, dass wir sagen, also eigentlich müssen wir zu dem Bildungsstandard zurück. Ich war auch in den 80er Jahren in der Grundschule, wenigstens mal dahin zurück, dass wir da wirklich auch mal so, ich sage erstmal die Grundrechenarten und Schreibschrift wieder lernen und auch vor allen Dingen wieder Diktate machen und auch vor allen Dingen, dass die Kinder vernünftig korrigiert werden. Also das ist erstmal der erste Schritt, wo wir zurück müssen. Denn ja, wir sind auch nicht umsonst international im PISA-Vergleich. Das zieht sich ja fort. Ne? Sind wir so weit abgestürzt? Also das fängt ja allein schon in der Grundschule an. Ja. Wie die meisten wissen, gehört Bild zum Springer-Konzern. Der Springer-Konzern hat sich dadurch ausgezeichnet in den letzten Jahren, dass er in der Corona-Berichterstattung vergleichsweise liberal war, also auch Maßnahmenkritiker zu Wort kamen. Aber was vielleicht vielen nicht aufgefallen ist, dass die AfD vom Springer-Konzern besonders stark bekämpft wurde. Ihr überhaupt kein Raum gegeben wurde. Es gab überhaupt keine Interviews mit AfD-Vertretern die letzten Jahre. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass das überhaupt jemals gegeben hat. In der Ukraine-Berichterstattung war der Springer-Konzern bei der Täuschung ganz vorne. Kaum ein Medium hat mehr Stimmung gemacht gegen Russland. Ich habe das bereits in einigen Videos dokumentiert. Warum also jetzt plötzlich die Einladung von Alice Weidel? Und vor allen Dingen konnte Alice Weidel auch relativ gut ausreden. Zunächst ging es um das Handwerk. Es geht dann weiter zur Energie. Hier darf Alice Weidel den Standpunkt vertreten, dass Kernenergie gut ist, dass die Thoriumreaktoren gut sind. Wir erinnern uns, Alice Weidel wurde beim Öffentlich-Rechtlichen abgeschnitten, als sie das Wort Thoriumreaktor erwähnt hat. Das war vor dem Wahlkampf vor einem Jahr.
Frau Weidel, in Ihrem Wahlprogramm steht sogar, Warmzeiten hätten immer zu einer Blüte des Lebens und der Kulturen geführt. Hat der Klimawandel aus Sicht der AfD also eher positive Folgen? Wir sagen als AfD, dass es den Klimawandel, also Wärme- und Kälteperioden, immer schon gegeben hat. Und dass es überhaupt gar keinen Grund gibt, in Deutschland unseren industriellen Kern zu schleifen. Wir wandeln ja nicht, Herr Laschet, unsere Industrie um, sondern Sie machen unsere Industrie kaputt. Und da Sie jetzt auch gerade den Stahlmarkt erwähnt haben, ich war heute in einer Gießerei in Sachsen. Und ich weiß nicht, ob Sie eine Vorstellung haben, wie es dieser Industrie in Deutschland geht. Sie machen mit Ihrer Politik diese Leute, diese Gießereien, diese Industrie kaputt. Sie schalten Kohlekraftwerke, die modernsten stehen im Übrigen in Deutschland, schalten sie ab. Sie schalten die Kernkraftwerke ab. Sie gehen einen Sonderweg, der überhaupt nicht nachhaltig ist. Und noch einmal, ich habe das immer wiederholt, Sie verbauen den Weg für Forschung und Entwicklungsleistung. Hier wird die Atomkraft als brandgefährliche Dinosaurier-Technologie dargestellt. Aber wir verpassen den Anschluss an die neuen Generationen. Ich habe das eben schon ausgeführt. Ein Thoriumreaktor, wie er gerade in China gebaut wird. Die Frage, so, bei dem kommt es nicht, Herr Kohl, darf ich das bitte ausführen? Nein, bitte lassen Sie mich ausführen. Ja, aber die Frage war eine andere. Mir ins Wort. Vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen. Ich möchte gerne ausführen, was ein Thoriumreaktor kann. Es kommt nicht mehr zu einer Kernschmelze. Das ist aber nicht das Thema dieser Entschuldigung. Das ist genau der Punkt. Entschuldigung, Herr Kohl, das ist aber genau der Punkt. Wir reden hier immer um den heißen Brei herum. Wir schleifen den industriellen Kern. Wir machen unsere Industrie kaputt. Ich habe gesagt, den Klimawandel hat es immer schon gegeben. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, unseren industriellen Kern zu schleifen. Danke, das wäre die Antwort. Wir Vielen verpassen Dank. Wissler. Forschung Frau und Wissler. Entwicklung. Und die Linke ist bei ihrer Forderung mit dem Klimaschutz noch ambitionierter als die Grünen. Es hilft nicht, lauter zu werden. Sie aber haben Ihre Antwort gegeben. Vielen Dank. Also das ist natürlich auch spricht für sich selbst. Ja. Frau Weidel hat von sich aus keine Aufklärung über den Ukraine-Konflikt betrieben. Sie wollte das Thema wahrscheinlich unten halten, aus dem Grund, dass sie die Moderatoren nicht in Bedrängnis bringen wollte. Es zu keinem mehr klarkommen sollte. Sie hat es einfach dabei belassen, dass die AfD eine andere Position in dem Thema hat. Schink hat dann einige Male nachgehakt, aber es blieb alles relativ moderat. Schink wollte ihr Narrativ durchbringen, dass Russland böse ist, und Weidel hat auf passive Weise ihr Narrativ dagegen gestellt, hat es aber unauffällig gehalten, dass sie ihr Narrativ nicht räumt. Es ist natürlich so, dass sich für Alice Weidel hier die Gelegenheit ergeben hätte, Aufklärung über die Ukraine zu betreiben, die Informationen zu bringen, die Bild normalerweise nicht bringt. Weidel weiß aber wahrscheinlich, dass das für eine Klage gesorgt hätte und dass sie dann nicht mehr eingeladen wird. Und es ist natürlich mit den Öffentlich-Rechtlichen etwas anders als mit den privaten Medien. Die privaten Medien haben keinen Auftrag, sie können einladen, wen sie wollen. Die Öffentlich-Rechtlichen sind verpflichtet, alle gesellschaftlichen Gruppen ausgewogen abzubilden. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen sind in der Pflicht, die AfD einzuladen und sie wiederzugeben. Bei den privaten Unternehmen stellt sich also die Wahl. Alice Weidel hat ja die Chance, sich zu präsentieren und die AfD in ein gutes Licht zu rücken. Das ist ja auch geglückt. Sie hat sich gut dargestellt und die Leute haben gesehen, Alice Weidel ist kein Dämon, sie ist ein Mensch. Das wird ja normalerweise nicht an den normalen Bürger transportiert. Es ist natürlich so, Alice Weidel weiß genau, es ist vielleicht auch ein Risiko für Bild gewesen, Weidel einzuladen. Weil Weidel ja schon gemerkt hat, dass Bild anscheinend eine bestimmte Agenda verfolgt, also der Springer-Konzern. Wenn sie jetzt Aufklärung über die Ukraine betreibt, dann widerspricht das der Agenda des Springer-Konzerns und dann weiß, die AfD-Vertreter werden nicht eingeladen. Es ist also eine schwere Entscheidung, was man hier tun kann. Man hat sozusagen einmal die Chance aufzuklären und dann nie wieder eingeladen zu werden. Oder man hält den Ball flach und erhofft sich, dann auch in Zukunft wieder eingeladen zu werden. Es kam dann das Rechtsextremismus-Framing doch noch auf gegen die AfD. Es schien ja ruhig zu bleiben, aber dann kam der Moderator mit sehr hartem Framing um die Ecke. Und hier hat die Verteidigungsmauer gestanden. Alice Weidel hat ihr Narrativ nicht geräumt. Sie hat hart vertreten, die AfD ist nicht rechtsextrem und sie hat den Zuschauer ein Motiv gegeben, für den Verfassungsschutz zu lügen. Weil das ist ganz wichtig, dass die Leute das Motiv verstehen, warum der Verfassungsschutz etwas macht. Das ist auch überhaupt das Problem bei Bild. Viele Leute verstehen nicht, warum sollte Bild lügen? Aus welchem Grund sollten sie über die Ukraine lügen? Sie sind doch Journalisten, sie können doch so und so Geld verdienen. Warum sollte die Berichterstattung unausgewogen sein? Es wird dann schon alles so stimmen, es hat dann alles schon irgendwie seinen vernünftigen Grund. Es hat alles seine Ordnung.
Bild hat sich erhofft, Weidel durch das Framing weichzuklopfen. Weil es ist so, dass die Manipulation durch die Öffentlich-Rechtlichen und durch die großen Medien überhaupt, sie wirken nicht nur auf die Allgemeinheit, sie wirken auch ganz stark auf die AfD. Sie sehen Zweifel. Ist vielleicht nicht doch was dran? Sind Teile der Partei vielleicht doch falsch? Wenn es alle sagen, ist da nicht vielleicht was dran? Und in der Vergangenheit, in Talkshows in den letzten Jahren, konnte man oft sehen, dass AfD-Vertreter sich nicht ganz sicher waren, so ein bisschen weichgeklopft wurden. Sie ihr Narrativ nicht beinhart dagegen gestellt haben. Und das war hier für die Zukunft der AfD ganz wichtig, dass Weidel hier sich dagegen gestellt hat. Massiv sich vor die Partei gestellt hat, sie geschützt hat. Es ist sehr wahrscheinlich kein Zufall, dass seit den Wahlkampfauftritten vor der Bundestagswahl, wo die AfD-Vertreter den Narrativen stark entgegengetreten sind, dass sie seitdem in keine Talkshows mehr eingeladen werden. Weil sie zu sehr das Narrativ der Öffentlich-Rechtlichen, der Großmedien angreifen. Die Leute merken, das stimmt hinten und vorne nicht. Aus irgendeinem Grund ist Bild das Risiko jetzt trotzdem eingegangen, hat alles Weidel eingeladen. Und jetzt stellt sich die Frage, warum hat Bild das gemacht? Es ist schon seit längerem auffällig, dass Springer pro Kernenergie schreibt. Viele Leute in Deutschland sind sich nicht bewusst, dass preiswerte Energie die Voraussetzung für allen Wohlstand ist. Wie wichtig das ist. Wenn die Energie teuer ist, dann wird alles teuer. Und wenn jetzt eine Rezession kommt, dann stellt es eine Gefahr dar für das ganze System. Man kann sich jetzt die Frage stellen, warum haben die großen Medien überhaupt diese Quatschentscheidungen in vielen Bereichen durchgedrückt, die jetzt auch die Wirtschaft bedrohen. Also illegale Massenmigration, die sehr hohe Kosten verursacht hat, überharte Corona-Maßnahmen, Klima und so weiter. Und dann auch noch die wirtschaftsfeindlichen Sanktionen gegen Russland, bereits seit 2014. Und hier ergibt sich jetzt durch den Ukraine-Konflikt ein Erklärungsansatz, der Bevölkerung vermittelbar ist, ganz deutlich. Weil ganz offensichtlich ist, in Anbetracht der Fakten, dass die Berichterstattung der großen Medien nicht im Interesse Deutschlands ist. Es wird aber in den USA das Interesse formuliert, seit Jahrhunderten die Europäer gegeneinander auszuspielen und sich schwach zu halten. Und jetzt sehen wir hier, die großen Medien berichten im Ukraine-Konflikt in einer Art und Weise, die genau diese Interessen erfüllen. Die neue Seidenstraße wird blockiert, die deutsche Wirtschaft wird geschwächt, Russland wird geschwächt. Oder jedenfalls, das ist die Intention. Und hier wird plötzlich die Möglichkeit sichtbar, dass amerikanische Geheimdienste Geld investieren könnten in Deutschland, in deutsche Medien, die die Leute dazu bringen, gegen ihre Interessen zu stimmen. Also es findet eine Berichterstattung statt, die dazu da ist, die Leute dazu zu bringen, ihr eigenes Land zu schwächen, indem sie getäuscht werden und indem an ihren niederen Instinkt appelliert wird. Beispielsweise, indem man eine Gruppe ausgrenzt und sie mobbt. Zum Beispiel die Corona-Maßnahmengegner oder die AfD oder wen auch immer. Es wird an den Instinkt appelliert, wenn andere verlieren, dann gewinne ich. Wenn es anderen schlecht geht, dann ist das gut für mich. Jetzt hat sich die Lage aber verändert im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten. Russland ist plötzlich wieder stark. Und was viele nicht wissen, was ich bis vor kurzem auch noch nicht wusste, Russland hat eine überlegene Raketentechnologie. Sie haben Hyperschallwaffen, die die Abwehr überwinden können. Die USA haben ja eine Raketenabwehr rund um Russland aufgestellt, aber durch die seit 2018 verfügbaren Hyperschallwaffen, das ist mehr als fünffache Schallgeschwindigkeit, die Raketen der Raketenabwehr sind nicht schnell genug, diese Raketen abzufangen. Russland könnte damit die amerikanischen Flugzeugträger versenken. Und jetzt ist es auch noch so, dass der Wirtschaftsangriff gegen Russland nicht geklappt hat. Das heißt, China und Russland bilden plötzlich wieder einen starken Pol. Und jetzt ist es wahrscheinlich nicht im Interesse der USA, dass Deutschland, dass Europa, dass sie in eine Rezession kommen, dass sie zu schwach werden. Sie werden jetzt doch wieder als stärkerer Pol gegen Russland gebraucht. Zudem besteht die Gefahr, dass wenn eine Rezession kommt, die Leute dann doch mehr anfangen nachzudenken, mehr anfangen sich zu erkundigen, unzufriedener werden mit der Regierung und mit den ganzen Medien. Dass das ganze System droht zu kippen. Und es ist so, dass Springer jetzt schon die ganze Zeit dafür schreibt, man soll doch die Kernkraftwerke anlassen. Man soll doch jetzt nicht die Energiesicherheit gefährden, weil sie genau sehen, dass es eine Rezession mit sich bringt. Dass das gefährlich ist. Es ist aber so, dass die Grünen nicht mitspielen. Die Regierung nicht mitspielt, die Grünen wollen um jeden Preis, wollen sie die Atomkraftwerke weiter auslassen. Und jetzt sieht sich anscheinend der Springer-Konzern dazu gezwungen, oder eher gesagt die USA im Hintergrund, falls sie Einfluss auf den Springer-Konzern ausüben. Aber man muss wissen, in den Bild-Statuten steht, dass Bild auf jeden Fall pro NATO berichtet. Also es ist auf jeden Fall denkbar, dass der CIA, dafür gibt es ja ganz viele Hinweise, dass die US-Regierung systematisch die Medien versucht zu beeinflussen, in eine gewisse Weise zu berichten. Und aus Großbritannien kommt auch die sogenannte Integrity-Initiative. Da wurden einmal Daten geleakt und es ist eigentlich nichts anderes als ein Propagandanetzwerk gegen Russland. An diesem Netzwerk ist Marie-Louise Beck beteiligt und auch Boris Reitschuster war einmal in der Auswahl für dieses Netzwerk. Die großen Medien haben aber über diese Enthüllung nicht berichtet. Jedenfalls möchte jetzt anscheinend Springer Druck ausüben. Deutschland muss irgendwie stabil gehalten werden, damit das ganze System so weiterläuft. Weil wenn das System instabil ist, dann besteht die Gefahr,
das ganze System kippt, die Medienmanipulation funktioniert nicht mehr, die Leute laufen in großen Scharen zur AfD. Und dann ist plötzlich Deutschland verloren. In dem Sinne, dass sich dann Kontrolle der US-Regierung entzieht, wenn es tatsächlich so ist, dass die Medien maßgeblich beeinflusst werden. Was jetzt nicht so einfach beweisbar ist, was aber sehr naheliegend erscheint, wegen der Ukraine-Berichterstattung, die nicht im Interesse Deutschlands ist. Wo im Gegenteil die geostrategischen Interessen, die in den USA formuliert wurden, erfüllt werden. Wobei aber natürlich die Medienlandschaft vielfältig ist und sehr wahrscheinlich viele Kräfte wirken, aus unterschiedlichen Richtungen. Und man jetzt schwer genau sagen kann, welche Kraft wie stark wirkt und aus welchen Motiven heraus sie so wirkt, wie sie wirkt. Jedenfalls war das wahrscheinlich so ein Wink mit dem Zaunpfahl von Bild. Guckt her, wir laden jetzt sogar die AfD ein. Macht jetzt endlich. Lasst die Atomkraftwerke am Laufen, sonst müssen wir noch mehr machen. Wenn ihr das jetzt nicht macht, dann müssen wir sogar mit der AfD kommen. Wird Allesweil wieder eingeladen werden. Es erscheint so, dass der Bild-Moderator dachte, Allesweil könnte vertölpelt werden mit dem Rechtsextremismus-Framing. Er hat augenscheinlich nicht damit gerechnet, dass sie so vehement widerspricht. Möglicherweise könnte das der Grund sein, dass Allesweil nicht mehr eingeladen wird. Eben weil sie zu sehr dem Framing in die Suppe gespuckt hat. Weil es ist hier Narrativ gegen Narrativ. Wir erinnern uns, Bild hat die AfD nicht eingeladen, hat Weidel nicht eingeladen. Wenn jetzt Weidel das Rechtsextremismus-Framing effektiv zurückweist, dann stellen sich die Zuschauer natürlich die Frage, warum wurde sie früher nicht eingeladen? Warum wurden die AfDler früher nicht eingeladen? Das heißt, dann droht ein ganzes Kartenhaus droht einzustürzen, was gefährlich ist für den Springer-Konzern, für die Agenda des Springer-Konzerns. Das heißt, sie haben dann gehofft, Allesweil zusammen mit vereinten Kräften der gesamten Runde sieht Weidel dann blöd aus. Bringen sie ihr Narrativ durch. Und Weidel weiß natürlich ganz genau, sie kann ihr nicht nachgeben. Bei der Ukraine, okay, da tut sie den Moderatoren einen Gefallen. Da ist sie nicht offensiv, da hält sie sich zurück. Aber wenn ihre Partei angegriffen wird, dann kann sie das natürlich nicht stehen lassen. Da muss sie hart dagegen vorgehen. Und sie denkt sich, das hätten die Moderatoren ja auch wissen sollen. Dass das nicht geht, dass sie hier nicht die Partei sich beleidigen lassen kann. Bei aller Liebe, man kann ja ein bisschen entgegenkommen, wenn man schon eingeladen wird. Aber das geht dann zu weit. Und hier hat sich gezeigt, dass Bild wieder auf faul spielen wollte. Dass sie tricksen wollten, dass sie weiter übertölpeln wollten und dass es nicht geklappt hat. Und jetzt ist die Frage, wie ist die Gewichtung? Wie wichtig ist es, Bild, die Kantraff wieder zum Laufen zu bringen? Wie reagieren jetzt die anderen? Und wenn jetzt alles nach Plan verläuft, die Kernkraft wieder eingeschaltet wird, da hat die AfD für Bild ihren Soll erfüllt und dann wird sie nicht mehr eingeladen. Vor allen Dingen, wo auch Weidel nicht gegen die eigene Partei eingespannt werden konnte. Was hätte alles Weidel besser machen können? Man kann jetzt natürlich sagen, sie hätte bei dem Ukraine-Konflikt, sie hätte jetzt die Gelegenheit gehabt, mehr aufzuklären. Wenn sie sich gegen die Partei verteidigt, effektiv, dann wird sie sowieso nicht mehr eingeladen, dann kann sie jetzt auch gleich beim Ukraine-Konflikt, wenn sie einmal die Chance hat, austeilen. Im Nachhinein gesehen, wenn man sieht, wie die Sendung verlaufen ist, wäre das wahrscheinlich der richtige Weg gewesen. Bild ist amoralisch. Sie laden sie nicht aus Nächstenliebe ein, sondern sie laden sie nur ein, um sie für ihre Zwecke zu missbrauchen. Und im Grunde, um das System stabil zu halten, um langfristig die AfD effektiv ausgrenzen zu können. Also die AfD wurde eingeladen, um sie später nicht einladen zu können. So kann man es eigentlich formulieren. Aber man muss natürlich wissen, nachher ist man immer schlauer. Aus meiner Sicht ist die Entscheidung sehr gut nachvollziehbar, vor allem auch menschlich nachvollziehbar, dass man versucht, den Moderatoren entgegenzukommen, dass man jetzt nicht beim Ukraine-Konflikt die große Keule auspackt. Aber wahrscheinlich, auch ich, wir sind zu nett. Es wäre hier die richtige Gelegenheit gewesen. Man hätte hier kalt sein müssen und Bild hier gleich eins draufgeben müssen. Voll in die Konfrontation gehen. Also inhaltlich, nicht von der Art her. Von der Art her ist man natürlich ganz freundlich, ist man ganz nett, ganz freundlich, sondern aggressiv mit den Narrativen, die man bringt. Dass man hier schonungslos alles auf den Tisch legt. Das erfordert eine große Härte. Und man muss wissen, dass es wahrscheinlich nie eine Koexistenz mit den großen Medien gibt, sondern die AfD muss ihre Reichweite nutzen, um die Leute dazu zu bringen, zu den alternativen Medien zu gehen, von diesen großen Medien wegzugehen. Und das macht man durch Aufklärung, indem man die großen Medien unglaubwürdig macht. Man stellt das dar, was Tatsache ist und gibt dem höchste Priorität. Es soll jetzt aber, wie gesagt, keine Kritik an Allesweil sein, aus meiner Sicht, das ist ein Auftritt gewesen, der aus meiner Sicht sehr gelungen war. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr das seht, wie ihr Allesweiles Auftritt fandet und was ihr sonst so denkt. Macht's gut.